du nicht tun darf. Ja, warten. Sag mir was, wir können unsere Probleme sehr einfach diskutieren. Du musst mir jetzt keinen Schraubenzieher durch die Hand schlagen, das ist unnötig. Ja, eine Kettensäge. Die Sache mit Resident Evil 7 war jetzt ja auch so. Ich wollte es in Parts auf meinem Hauptkanal durchspielen, weil die meinen dummen Hauptkanal nicht kennen. Ja, guck mal, 50 Minuten Video schaut sich doch keine Sau auf meinem Kanal an. Also habe ich mir einfach mal so gedacht, ich fange von vorne an und zock's im Stream durch. Ich freue mich. Wasser, Fake Red Bull. Groß Ehre in den Chat. Was? Ist da... Sorry, ich muss das Intro kurz enjoyen. Fun Fact dazu, es gibt sogar tatsächlich so einen Merchandise-Artikel von Resident Evil. Das ist so ein Haus, das Ding kann einfach den Intro-Song abspielen. Ich finde das so witzig, dass es das gibt. Ich bin schlecht im Videospielen. Also, gehen wir mal auf einfach. Kann der eigentlich Controller? Das soll ich herausfinden. Hey, Baby. Moin. Nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht. Ich komme bald nach Hause. Yay! Sehr witzig. Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein. Und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Oh, ich muss zurück zur Arbeit. True. Ich liebe das dich. Wirklich zu schwer. Ich vermisse dich so sehr. Ich schick dir 1000 Küsse. Obwohl ich in diesem Spiel noch keine Waffe hatte bisher. Ist da eine P-Taste für den Power-Button? Was soll das denn? Das ist wirklich eine P-Taste als Power-Button. Ethan. Medium Quality. Das repräsentiert eigentlich alles. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht... Such mich nicht. Doch. Später. Jetzt. Ich hab so Bock auf dieses Spiel gerade, das glaubst du gar nicht. Ich hasse Klettband. Manchmal. Ist Ethan. Oh hey, alles in Ordnung? Du warst auf einmal verschwunden? Ja, nein, mir geht's gut. Das Game sieht immer noch gut. So geil aus. Es ist Mia. Es war von 2017, aber es ist noch so nice. Sie ist zurück. Sie wurde gefunden. Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja, ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Ich weiß jetzt nicht, was du mit Gegenteil sagst. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi. Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Resident Evil 7 ist sowieso irgendwie so im Gegenteil, Tag. Wenn wir den nicht suchen würden, dann war kein Spiel, dann würde das ganze Spiel da gar keinen Sinn machen. Das Spiel sieht immer noch nice aus. Aber das sieht irgendwie immer noch so aus wie ein Matschsalat hier. Ja, hier sollte es sein, da hast du irgendwo recht. Spaß sau dir so. Leckt's? Ich habe nämlich die Details auf Medium runtergestellt. Ich hab die auf hochgestellt, nicht auf sehr hoch. Ich hoffe, das reicht für euch. Ich lag's bei euch. Ich brauche jetzt euren Input. Horrorgames alle einfach. Da stimme ich nicht ganz zu. Also Horrorgames sind nicht alle einfach. Lass mich mal überlegen, ob ich irgendein Horrorgame in meinem Gehirn finde. Wir können also in Echtzeit antworten. Danke. Weil jetzt erscheint gerade auf diesem Screen hier oben, nee, sollte passen. Im Chat. Und das finde ich scheiße. Das finde ich ein bisschen beschissen. Accepted Gift. Was ist denn das eigentlich für eine Schrottcurry hier? Sewer Gators. Join us. Sehr, sehr vertrauenswürdig. Nice Stativ.
Das sind die Typen aus dem Dings hier, aus der Demo noch. Muss noch weg, viel Spaß hier. Danke, danke, dass du wenigstens irgendwer noch hier war. Vielen Dank, viel Spaß noch. Moin, moin. Ja. Wen haben wir denn da? Ist das etwa Joe Baker? Das ist der erste Jumpscare in diesem Spiel, ich mag's. Ich habe übrigens auch meine Tasten umbelegt. Jetzt eben. Dass ich da sprinten kann, da crouchen. Und heilen ist auf H. Ist zwar ziemlich aufwendig, da hinzuklicken, aber weiß es. So komme ich da nicht aus Versehen immer dran, weil ich habe mich so oft in dem letzten Playthrough geheilt, aus Versehen, weil ich einfach zu doof war, das zu checken, dass das so ist. So, F. Texas, ein Führerschein. Anscheinend von der Frau, die wir hier gerade zu finden gesuchen. Oder so, keine Ahnung. Na, ist natürlich offen, natürlich. Also Licht an. Was haben die in Horrorgames eigentlich immer für weirde Taschen? Warum geht eigentlich die Tür hier immer zu? Auf, bitte. Nicht zu. Du hast das Konzept noch nicht ganz verstanden. Mist. Oh, könnte ich nicht. Nee. Lost Places, nee. Könnte ich nicht. Wir haben es ausgemacht. Sah zwar nicht so aus, aber okay. Heute gibt es toter Vogel. Auf den Kühlschrank. Kühlschrank, sponsert bei Hubba Bubba oder was halt. Feier ich. Aber ich liebe, wie realistisch das Spiel einfach aussieht. Ich feier das einfach. Diesen Teil kenne ich, deswegen rushe ich hier so ein bisschen durch. Ja. Foto von Joe Baker. Oder weiß ich auch nicht, wie der Typ heißt. Ich glaube, das könnte Mia oder Evelyn sein. Ist mir relativ kack egal. Every time it gets me. Always, Okay, meine schlauen Äugel sehen schon direkt, wir müssen Sicherungen suchen, wie in jedem Horrorspiel. Hoch, bitte. Bitte, Treppen hoch, sofort. Erster Speicherslot. Brauchen wir das schon? Ja. Wir brauchen das. Wir brauchen Speicherslot. Und wir brauchen Energy-Ding. Nicht so laut, Alter. Dieses Haus ist so laut in sich. Das gibt's gar nicht. Ist hier noch irgendwas? Ein zugenagelter Keller, wie toll. Wir haben jetzt eine VHS-Kassette, die können wir direkt mal hier rein. Ey, ich höre hier Dinge. Oh. Habe ich echt gute Verbindung noch? Oder ist schon wieder irgendwas am Arsch? Dalvey Haunted House Rehearsal. Guten Morgen. Wo hast du diesen Typen her? Mach mal halblang, Pete. Hey! Und vor allem. Ich arbeite nur mit Profis. Apropos. Da kannst du dich aber schon selber feuern, du. In Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Was spricht dagegen? Der neue Typ? Ich sehe es nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Ich kann euch übrigens noch hören, falls ihr es nicht Neuer Plan. Los habt. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren, danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewergators, ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Ist leicht überbelichtet, tut mir leid, das müssen wir nochmal machen. Keine Nachvertonung, aber wir müssen alles neu drehen. Lass mich hier nicht schieben. Flachbirne, Alter. Laufen wir? Okay, los geht's. Nee, hier steht gerade. Ach, der meint die Kamera.
mach mal Platz da. Mach auf. Verschlossen. Nach dir? Ich geh ja schon. Lass mich durch. Warum sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Wir müssen ja auch ein bisschen Kameramann Not Angels sein. Leck mich! Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Was ist das? Worum geht's hier, Andre? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Ich will eine gute Kamerashots haben. So, sorry. Schon? 3 Jahre. Geist aus dem Bayou gesichtet. Mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Ich möchte das mal in den Kühlschrank gesehen. Ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Hinterwäldler, die Bakers. Lauf mir doch nicht in die Fresse. Alter, kannst du doch nicht machen, Alter. Still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Alter, verarsch mich nicht. Offenbar ein schwarzes Schaf. Ach, Mist. Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Oh, deine Schuld. Oh, Scheiße. Mit Emo gab's hier irgendwo, konntest du hier einen Lockpick aufnehmen. Das wäre ein toller Hintergrund. Andre, was machst du? Ich glaube, der meint gar nichts mehr, der ist schon lange weg. Andre! Ey, ich don't glaub. Nee, ich bin nur da neu, ich krieg nichts mit. Sorry. Haben die den Dietrich hingetan? Du konntest irgendwie vorher schon Dietrich finden für einen Schlüssel, den wir aber jetzt nicht mehr brauchen. Wo ist der? Echt unglaublich! Ach, komm, mach voran! Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy? Ich dachte, er wäre Tonmann und nicht Produzent. Ihr macht mich ja alle bescheuert mit euren komischen Aussagen. Ja komm, ist nicht so schwer. Was war das denn? Eine Tür. Hast du es gehört? Ja. Ich hab Kopfhörer drauf, ich höre das natürlich. Bin schlau und so. Andre! Zum Teufel ist er! Echt unglaublich. Ich kann damals Klavier spielen. Ich freue mich auf die Einstellung, wenn er die Treppe runterkommt. Sorry, ich kenne den Anfang. Habe ich schon mal gespielt. Was zur Hölle? Alter, das ist gut. Sorry, das ist gut. Scheiße. Ich glaube, das ist kein Witz. Okay, neuer Plan. Wir finden Andre und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Könntest du mich mal ein bisschen beeilen? Komm, er hat doch jetzt sowieso keinen Sinn mehr. Vor allem, jetzt nicht kennen, der kommt jetzt gleich noch dieser lahmarschige Typ und sagt, du gehst vor, ich brauche eine gute Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Ah ne, das wollte er eigentlich sagen. Und jetzt gehe ich einfach zu Andre und ja. Das passiert halt. Twitch? Twitch Prime ist kostenlos. Twitch Prime ist kostenlos. Ja, bis darauf, bis du Amazon Prime bezahlst. Was auch nicht jeder macht, wovon ihr ja echt nicht ausgehen können. Mann. Sorry, aber nee. Oh, jetzt habe ich die Realisation. Jetzt kann ich an diesem Lever pullen. Da, 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 da. Ja, chillig auf jeden Fall. Sehr, 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 sehr chillig. Runter da jetzt, komm. Stuhl dich nicht, stell dich nicht so an. Die von Winters. Was ich aber noch kurz ausprobieren wollte, war. Hat die Grafik sich wieder zurück? Nee, ich hab eigentlich POV 90.
Schlauberger. Verdammt. Ja, verdammt, du. So verdammt. So verdammt, dass es absolut nicht mehr möglich ist, noch verdammter zu sein als das hier. Vielen Dank auf jeden Fall. Vielen Dank. Vielen Dank vor allen Dingen auch an mein Internet, dass man wieder richtig keine Bock hat. Oder ist er für meine Bitrate am Arsch? Ich brauch mal. Ich weiß nicht, was mit meinem Stream los ist. Der lädt die ganze Zeit hier mein Stream nach. Ich verstehe das nicht. Wir müssen jetzt einmal ganz kurz Unterbrechung, wenn wir müssen einmal nach. Ich brauche mal das hier anstatt mein OBS-Fenster. So, also das sieht ziemlich gut aus. Das funktioniert tatsächlich alles. Es blubbert hier, ich bin's nicht. Ich schwör's. Ich glaube einfach nur alle meine Handys und sowas ruckeln alle so. Ja, Maßen, ich weiß warum. Ich weiß warum. IP-Webcam ist eine Scheiß-Webcam, ich sag's dir, wie es ist. So, jetzt sollte theoretisch mein WLAN wieder stärker sein. Lecker. Gut, dass ich vor dem Stream gegessen habe. Wo ist eigentlich ein Jay? Sollte der nicht dann normalerweise in dem Zeitraum auftauchen? Wenn ich das Video noch vielleicht schneide, schneid das bitte raus. Ich bin in die falsche Richtung gelatscht. Weil eigentlich sollte ein Jay da gleich auftauchen. Ungefähr gleich hier. Also ungefähr jetzt. Ich meine natürlich ungefähr jetzt. Ungefähr nach dem Balken. Oder während des Balkens. Ungefähr jetzt. André! Ein André! Brauch mehr Energy, Alter. Haben wir erst. So. Interessant. Ja. Ich will zum richtigen Gameplay kommen. Hier, Frankfurter Bahnhof. Mia? Ja, das ist Mia, das hast du wohl richtig festgestellt. So, was haben wir hier? Ach, die Playlist, die Liste, die ich nicht so mag. Clancy Alive. Clancy lebt also noch. Clancy ist der Typ aus dem Video. Warum klappt das nicht? Geil, das kannst du sogar mit Controller spielen. Ich spiel's aber lieber mit Maus und Tastatur, weil es besser. Guten Morgen, aufstehen. Mia. Drei Jahre sind du. Ich bin's, Ethan. Ethan? Ethan? Ist das in Ordnung? Ethan, du solltest nicht hier sein. Du solltest nicht hier sein. Was bin ich, du? Aber was willst du jetzt du dagegen tun? Nein, hab ich nicht. Hey! Hab ich? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Ja. Weiß ich jetzt hier. Nicht so. Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir müssen gehen. Jetzt! Das finde ich so dein Problem wissen. Ich hab dich danach jetzt nicht gefragt. Führst du mich? Zu einem sicheren Ort. Wirst du mir erzählen, was hier los ist? Süße, du warst 3 Jahre weg. 3 Jahre? Wirklich schon 3 Jahre? Ja, müssen wir eine Strichliste machen.
Kannst vielleicht noch ein bisschen langsamer vielleicht laufen. Dann kommen wir vielleicht irgendwann mal nicht an. Was ist das hier? Was haben Sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Mhm. Ich glaube, es ist hier lang. Ey, die kann nur vorgehen, was soll das denn? Mia, wir müssen reden, die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Doch. Ich nicht. Das war die. Gut. Zu 1000% war das sie. Ich sag dir alles, was ich weiß. Und wann? Wir müssen hier entlang. Das wird nichts mehr, ich sag's dir. Weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da. Es ist der einzige Weg hier raus. Ich erinnere mich. Der einzige Weg raus. Dann geh doch, dann geh doch, dann geh doch. Dort ist es. Eine Tür. Komm mal rauf jetzt! Ich kenne diesen Raum. Ja, ich auch, aus der Demo. Ich bin mir sicher. Ein Nebenbild. Sie ist nicht da. Sie ist weg! Sie ist weg! Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. Entschuldigung. Ich bin mir sicher. Wir müssen hier raus. Ja, dann. Bleib einfach hier, okay? Ich werde mich umschauen. Na, hab ich zwar schon, aber okay, danke. Ist doch noch ein Spalt zwischen der Dist. Das ist doch gar nicht so scheiße hier da. Da musst du nur das Brett wegnehmen, dann kannst du da durchlatschen. Oh, was haben wir denn hier? E001. Die Oma. Mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Was habe ich gerade gesagt? Was habe ich gerade gesagt? Hör mir doch noch einmal bitte zu beim nächsten Mal. Mach keinen Scheiß. Meine Güte, was soll denn das? Schubladen direkt mal durchsuchen, ob hier irgendwas ist. Vielleicht müssen wir mal die Polizei anrufen. Vielleicht nimmt da jemand ab. Kein Netz. Ui. Ich habe mich mittlerweile mehr vor Ethan erschreckt, anstatt vor dem restlichen Game. Das ist schon mal eine ziemlich gute Tendenz. Erste Hilfe-Arznei, was haben wir hier? Erste Hilfe-Arznei. Da haben wir in der Demo eine Pistole gefunden. Irgendwer rappelt ja an der Tür. Die Karte des Gästehauses. Werde ich nicht brauchen. Ich kenne das Haus in- und auswendig. Muss ich noch weitergehen? Ja. Schneller geht auch nicht, ne? Langsamer geht auch nicht, ne? Was ist passiert? Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Das ist jetzt aber. Das ist jetzt keine gute Ausgangssituation, wenn ich das mal so sagen darf. Warte! Oh nee, 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 weg, 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 weg. Nee.
nee. Au, scheiße. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Jetzt umdrehen, am besten umdrehen. Ich kann sie hören. Ich kann fühlen, wie sie sich in mich zurückkämpft. Raus! Lass mich in Ruhe! Ich war böse. Ich verdiene das. Ach echt meinst du das? Ja, das ist gute Frage. Brauchen keine Erste Hilfe Arznei. Ach komm, der sagt mir jetzt, es ist ein Tutorial. Ich muss das so machen. Ich wollte gerade schon sagen, kannst du bitte das Messer nehmen, aber dann mal plötzlich Cutscene. Haben wir vielleicht? Oh, Axt. Wir haben eine Axt. Axt gegen Messer. Ja, das war's jetzt. Können wir wieder nach Hause gehen. Oder? Ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass wir der begegnet sind für dieses Spiel. Kannst du bitte auch die Axt vielleicht mitnehmen? Das ist der Telefonklingel mag ich wesentlich lieber. Du hast echt nicht herkommen sollen. Ja, was soll ich machen? Und was ist hier los? Jetzt bin ich hier. Solltest du rauskommen. Dachboden. Geh dahin. Schließ mir einfach die Fronttür auf, dann ist für allen einfacher. Guck mal, die kann mir noch die Türen aufmachen. Mir? Ey, die ist dumm, die haben die Axt liegen gelassen. Geht da nicht. Wir haben noch Ruhe. Wo haben wir denn hier die Sicherung rumfliegen? Warte mal, wir haben noch den Boltcutter, oder? Der Boltcutter wird uns hier, glaube ich, ziemlich behilflich sein. Sag ich's doch. Meine Güte. Ich und meine genialen Ideen. Müssen wir ein bisschen das Game leiser machen. Im Schnitt werde ich es bereuen, aber... Twitch Prime ist kostenlos. Twitch Prime. Mein Gott, ich dachte, das hätten wir jetzt mal langsam echt nicht mal erledigt. Och, jedes Mal. Und ist wieder grün. Ist okay, ich bin's. Ja, safe. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Ja, dann tu das hinter deinem Rücken weg. Was du nicht tun darfst! Ja, warten. Sag mir was, wir können unsere Probleme sehr einfach diskutieren. Du musst mir jetzt keinen Schraubendreher durch die Hand schlagen, das ist unnötig. Man kann seine Probleme auch ganz gerne diskutieren. Könntest du bitte jetzt deine Hand da losreißen? Geht das vielleicht, Ethan? Könnt, bitte. Deine Kettensäge. Sehen wir mal, was du. Mach doch! Los! Nee. Alter. Ey, wenn das dieser Heilungssatz heilen kann. Ich verspreche, muss alles nicht. Hilfe, Arznei drüber. So. Können wir die eigentlich wieder mitnehmen? Ja. Perfekt. Super. Ganz einfach. Na Hand. Ganz casual. Normal in Resident Evil. Alter, dieses Spiel. Ach guck mal, jetzt können wir die Stairs runterlassen. Können wir über den Dachboden raus. Ich frage.
frage mich bis heute, warum können die nicht einfach die Fronttür aufmachen? Das wäre für alle einfacher, da müsste ich nicht erst eine Sicherung finden, auf den Dachboden gehen. Oh. Oho, oho. Okay, gut. Das Voice-Acting, Alter. Voice-Acting ist manchmal gut, aber manchmal auch scheiße. Brauchen jetzt ein bisschen mehr Munition, ja. Auf jeden Fall. Wir brauchen so viel Munition, wie es geht. Munition. Wir sollten eigentlich keine Munition verschwenden. Eigentlich. Oh. Oh, 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 oh. Okay, wir haben jetzt nur 25. Wir reloaden schon mal. Wir verlieren auf jeden Fall nichts dadurch, wenn wir reloaden. So viele schon mal sicher. Entschuldigung, da wollte ich gerade raus. Das sehe ich jetzt aber nicht so. Ich sag's dir, wie es ist. Also, ich habe jetzt nicht 3 Jahre lang gewartet, um dich hier suchen zu kommen und dann so etwas hier zu erleben. Das muss ich mir nicht geben. Scheiße, die Charge, die Charge, die Charge. Die Charge. Oh, glaubst du, ich meine. Das ging ja schnell. Und sonst so? Wie läuft's? Ja, Leiter ist kaputt. Scheiße. Willkommen in der Familie, Junge. Muss ich dich halt ausreißen, du Alter. Was da schon? Sonst wäre das Spiel ein bisschen überteuert, wenn es das schon war. Oh, das los. Ich glaube, ab jetzt ist es richtig geil. Freue mich. Ich freue mich richtig.